Der Herbst ist in Berlin immer eine kleine Herausforderung, denn es wird dann wieder so wahnsinnig früh dunkel. Doch während der Lichtfestivals, da verwandeln internationale Künstler die Hauptstadt mit ihren Installationen. Zum ersten Mal dabei ist auch eine Sandmalerin. Und was die auf einem Lichtfestival verloren hat und was das Brandenburger Tor damit zu tun hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Gleich zwei Lichtfestivals bringen die deutsche Hauptstadt zum Strahlen. Berlin leuchtet und das Festival of Lights. In diesem Jahr ist zum ersten Mal eine Sandmalerin dabei, die Russin Aljona Voinova. In Echtzeit lässt sie ihre Geschichten auf dem Brandenburger Tor entstehen. Das ist natürlich ein fantastisches Gefühl. Das ist ja schließlich das Brandenburger Tor. Und wenn man nun hier steht und sieht, dass alles funktioniert, dann ist das toll. Während sie Bilder mit Sand auf einem sogenannten Leuchttisch malt, läuft die ganze Zeit eine Kamera mit und sendet das Video an mehrere lichtstarke Beamer, die ihre Animationen auf das Brandenburger Tor projizieren. Mit dem Effekt, dass das Wahrzeichen zu einer überdimensionalen Leinwand wird. Der Sand stammt übrigens vom Fluss Wolga aus ihrer russischen Heimat. Der Sand hat eine besonders warme, braune Farbe und ist sehr fein und gibt mir die Möglichkeit, genau auf den Punkt zu malen. In ihrem Berliner Studio entwickelt sie die Live-Shows. Für Berlin leuchtet hat sich die 41-Jährige mit der Sehenswürdigkeit und deren langer Geschichte intensiv befasst und zunächst erste Bilder skizziert. Der Bleistift hilft mir, aus der Fülle an Informationen einen eigenen Stil zu finden. Für die Bilder, die ich später mit dem Sand malen werde. Bis das Timing perfekt ist, vergehen manchmal Wochen. Aljona Voinova kommt ursprünglich aus Samara, einer Stadt im Westen Russlands. Dort hat sie Kunst studiert. Für das Brandenburger Tor hat sie 17 verschiedene Themen entwickelt. Aljona Voinovas Animationen aus Sand sind auch auf einem Kaufhaus am Berliner Alexanderplatz zu sehen. Thema: die 800-jährige Geschichte des Platzes. Ich bin wirklich sehr dankbar für diese Chance. Für mich ist es eine unglaubliche Ehre, meine Bilder auf dem Brandenburger Tor zeigen zu können. Die Geschichte interessiert mich sehr und ich arbeite gern mit diesem Thema und würde meine Arbeiten gerne auch in anderen Städten zeigen. Den Arc de Triomphe in Paris zum Beispiel. Doch erstmal sind ihre Sandbilder bis Mitte Oktober in Berlin zu sehen.